Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Togo Reisemobile. Ich befinde mich hier in einem Lastrada XL, einem Modell, was jetzt im Frühjahr 2013 komplett neu vorgestellt wird. Der Lastrada Avanti XL ist 6 Meter lang, also beziehungsweise 5,99 Meter und baut auf dem extra hohen Kasten mit 2,89 Meter Höhe auf. Wie bei dem Avanti EB und dem Avanti C nutzt Lastrada diese gewonnene Höhe vor allem, um einen durchgehenden Doppelboden von vorne bis hinten zu machen. Wie Sie vielleicht schon sehen, fehlt mein Kameramann, deswegen müssen wir heute leider mit Stativ und einfacher Kamera auskommen, aber ich werde mal versuchen, Ihnen einen möglichst guten Eindruck vom Avanti XL zu verschaffen. Hier im vorderen Bereich, ich mache es mir mal ein bisschen gemütlicher, sehen Sie im Prinzip, dass wir eine klassische Sitzgruppe haben, so wie in den meisten anderen Kastenwagen auf 4 Ducato-Basis auch. Fahrer-Beifahrer sitzt Reber, hier in Polsterstoff Cosa und die ganz normale klassische Zweiersitzbank. Aus der Sitzgruppe hier vorne können Sie auch ein tolles Bett bauen. Hier vorne haben wir, wie in den meisten anderen Autos auch, einen klassischen Dreiflammenkocher, Schubladen auf Vollauszügen und natürlich auch hier vorne eine große klappbare Arbeitsplatte, dass ich einfach die Küche, wenn ich den Durchgang nicht benötige, schön vergrößern kann. Die größten Unterschiede zum Avanti L, der ja ebenfalls 5,99 ist mit dem klassischen Grundriss, sind hier vor allem, dass das Bett deutlich größer ist. Wir haben eine Bettbreite im Oberkörperbereich fast 1,50 Meter, zum Fußende etwas schmaler werdend und eben den durchgehenden Doppelboden. Dadurch gibt es eine komplett neue Gestaltung in der Heckgarage, aber lassen Sie uns einfach mal einen Blick durch den Wagen werfen. Lastrada typisch haben Sie im Küchenblock die großen Vollauszüge. Hier auf der linken Seite zwei sehr große Schubladen. Ideal für Töpfe oder Pfannen. Und hier daneben große Schubladen und natürlich oben drüber die Besteckschublade. Direkt anschließend haben wir den Kühlschrank und darunter eine weitere große Schublade. Und natürlich, wie bei den meisten Fahrzeugen in dieser Fahrzeuggröße, gegenüber die Nasszelle. Mit großem Stauraum oben. Sie sehen hier schön, wie Lastrada Wert legt auf LED-Beleuchtung. Hier dem optionalen Nasszellenfenster, dem schönen Waschbecken aus einem Stück und darunter die klassische Keramiktoilette. Beide Türen können Sie verschließen. Es ist ähnlich wie beim Regent S, eine Schwingtür, die mit Magnet hält. Das heißt, zack, beide Türen zu. Wenn man dann zwischen Nasszelle und Kühlschrank durchgeht, kommt man links am großen Kleiderschrank vorbei. Da werden wir auch nochmal schnell einen Blick reinwerfen. Sie haben gesehen, das Licht geht von alleine an, vollautomatisch über einen Kontaktschalter. Und dann haben Sie hier große Fächer. Und wie bei Lastrada typisch, können Sie die Böden natürlich auch rausnehmen und auf verschiedenen Höhen einhängen oder das Ganze eben als Hängeschrank benutzen. Und dann das Highlight des Fahrzeugs, ein für 6 Meter gewaltig großes Bett. Wie alle anderen Lastrada mit schöner Kaltschaummatratze und natürlich darunter mit punktelastischem Lattenrost. Bei diesem Lastrada Avanti XL können Sie sehen, wie das Fahrzeug in Möbeldekor Silverline mit roten Möbelklappen aussehen würde. Lastrada typisch haben Sie hinten umlaufend große Schränke. Beim XL jetzt auch mit umlaufend schönen offenen Ablagen. So, wir sind jetzt hier im Heck des Lastrada Avanti XL. Sie sehen schon, komplett anders als bei allen anderen Kastenwagen, haben Sie hier eine Unterteilung im Fahrzeugheck. Das Schöne ist, Sie können weiterhin hier oben Ihre Tische, Stühle, alles was immer Sie wollen einladen. Und damit der Raum nicht verschenkt wird, sondern einfach doppelt nutzbar ist, hat Lastrada hier unten einen riesengroßen Lastenauszug gemacht. Die Schublade, die ich Ihnen gleich zeige, wird beeindruckend groß sein, also erschreckend wirklich. Und das Tollste ist, sie ist mit bis zu 50 Kilo belastbar, das heißt, man kann es auch wirklich als Stauraum nutzen. Aber sehen Sie selbst. Sie sehen, wie tief die Schublade ist.
wird über zwei normale Pushlocks wieder verriegelt. Darüber, wie gesagt, der große Stauraum. Hier links davon den Stauraum von 2x11 Kilo Gas. Und darüber eben das große Bett. Ja, ich hoffe, dass Sie trotz der widrigen Bedingungen mit ohne Kameramann einen schönen Eindruck vom La Strada Avanti XL gewinnen konnten. Kommen Sie einfach mal vorbei, schauen Sie sich um. Vielleicht ist das ja ein Fahrzeug für Sie. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei unseren anderen Videos und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.